vom Terranischen Patrouillengeschwader. Gamma 3-9, melde schweren Schaden. Bitte sofortige Deckung und Rettung. Bitte melden. Bitte melden. Bitte sofortige Hilfe. Hört mich jemand? Jemand, bitte. Sofortige Hilfe. Wir können Sie kaum hören, Gamma 3-9. Dies ist der Terranische Außenposten Riviera. Was ist los? Gott sei Dank. Unser Geschwader wurde angegriffen. Wir hatten keine Chance. Die sind bestimmt hinter mir her. Beruhigen Sie sich. Wer hat Sie angegriffen? Die Vasudana. Vasudana ist nach umgekommen. Die haben alle abgeschlachtet. Sie müssen sich beruhigen. Sie wurden also von Vasudanern angegriffen, stimmt's? Wir waren mit der Vasudanischen Patrouille im Gefecht. Und dann sind diese Typen aus dem Nichts aufgetaucht und haben alle getötet. Wer ist aus dem Nichts aufgetaucht? Ich weiß nicht. Es waren jedenfalls keine Vasudaner oder Terraner. Oh mein Gott, die hatten Schiffe schwarz wie der Tod. Und die flogen wie... Pilot. Und die hatten Waffen. Pilot. Die haben alles niedergestreckt. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken sofort eine Bewerbungsmaschine. Schicken Sie Jäger. Die verfolgen mich bestimmt. Schicken Sie sofort alles verfügbar. Ich habe außer Ihnen niemanden auf dem Radar. Sie sind außer Gefahr. Machen Sie sich keine Sorgen. Leicht gesagt. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, was hier los war. Ich fühle es einfach, dass Sie hinter mir her sind. Oh mein Gott. Das war's. Jetzt sind wir alle dran. Wir empfangen drei unbekannte Wachsignaturen. Sofort Einsatz, armer Jäger. Zu spät. Oh Gott. Ja, moin, herzlich willkommen zu Free Space 1, wenn man so will. Conflict Free Space, The Great War. Anscheinend Copyright 1998. Die absolute quasi Ur-Engine von Wing Commander Saga. Denn darauf basiert wahrscheinlich die von Free Space 2. Und FS Free Space 2 war ja, soweit ich weiß, das, was man für Wing Commander Saga gemoddet hat und hast du nicht gesehen. Jo, kommt uns alles ein bisschen bekannt vor. Ich hab's mir hier einfach mal auf die GOG-Version halt mal hoch zu pushen auf Deutsch mit alten originaldeutschen CDs, aber das kommt dann auf meinem anderen Kanal, auf meinem Fun & Tech Channel, wie das geht. Und ja, kommt uns alles sehr bekannt vor, würde ich meinen hier, ne? Das Ganze läuft halt in 3DFX, weil ja, DirectX 9.0 funktioniert natürlich DG Voodoo leider nicht. Es geht nur bis DirectX 8.1 und jo, das heißt, mit 3DFX können wir das Ganze hier zum Laufen bringen. Und ja, ist ja schon mal eine feine Sache. Sieht bis hierhin gar nicht mal so verkehrt aus. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Bis dann.